Das Postangebot gibt es zu Zegerden nicht mehr. Die Postagentur ist zu. Für die Gemeinde ist die Nachricht, dass das Dorflädeli zugeht, unerwartet gekommen. Das bedeutet eben auch das Ende der Postfiliale im eigenen Dorf. Die Gemeindepräsidentin redet von einer gewissen Ratlosigkeit in der Bevölkerung. Es hat Leute, die auf uns zukommen und fragen, du, was ist los? Aber es gibt, ich meine, die Postagentur bei uns ist, das ist schön, die zu haben im Dorf. Aber wirklich gespürt, dass sie fehlt, habe ich nicht wirklich. Aber mal am Ende dann noch sicher schon. Auch der Briefkasten vor dem ehemaligen Dorflädeli wird noch versetzt. Laut Christine Rawiler funktioniert der Austausch mit der Post für eine Lösung, wie es nach der Schließung der Agentur Zegerden weitergeht. Davon betroffen sind ja nicht nur wir als Gemeinde Egerden, sondern auch Schüren und Schwadernau. Und wir sind jetzt zusammen mit beiden Gemeinden wie auch mit der Post im Dialogverfahren und werden nächstens auch eine Lösung bieten oder die Post wird der Bevölkerung frühzeitig darüber informieren, wie es weitergeht. Nach aktuellem Stand sieht es so aus, dass das Dorf mit rund 2300 Einwohnern und Einwohnerinnen keine neue Post bekommt. Das Gespräch mit den betroffenen Gemeinden bestätigt die Post. Ihre schriftliche Rückmeldung heisst es auf Anfrage von Telebilenk: Als Übergangslösung, bis mit den Gemeinden die künftige Postversorgung abgesprochen wurde, können die Kundinnen und Kunden eingeschriebene Briefe und Pakete vorübergehend in der Postfiliale in Brück abholen. Die postalische Grundversorgung bleibt in jedem Falle stets gewährleistet. Im ehemaligen Dorflädeli ist im Moment eine Liquidation. Die Vermieterin der Räumlichkeiten will noch alle Lebensmittel loswerden. Was aus dem Dorflädeli wird, kann sie heute noch nicht sagen. Also idealerweise wäre, wenn etwas kommt, das einfach auch bleibt, ja, das Bestand hat, das ein gutes Konzept hat. Wenn das Lebensmittel sind, ist das gut und sonst wäre ich offen für anderes. Ja. Es ist also vieles noch ungewiss, wie es Zegerden mit der Postversorgung weitergeht. Was klar ist, das Dorflädeli an der Bielstrasse ist schon morgen Mittwoch offen und es gibt auf allem 50%.